Okay, Penn will also sein Spiel haben. Das verwirrt mich zwar, aber okay. So, hier ist noch was. Owen, was will denn Owen? Aha. Yep. Okay, wir haben wieder die zwei Sonderkula-Quests. Diesmal fangen wir sofort damit an. Bis noch zu Chi und bis noch zu Banjos Probleme. Am nächsten Tag geht's aber definitiv dann. In die neue Höhle, sonst kommen wir niemals so weit. Make any novel scientific discoveries today? Ah, the homunculus man has once again requested the design for an item far, far beneath the technological requisition standard of anything produced at this research center. How troublesome. The last time he asked, I meticulously surveyed the exterior of my building to see if perhaps someone had mistakenly put up a sign reading furniture store. As I had originally hypothesized, no such sign existed. The only logical conclusion I've been able to draw based on the available data is that Mr. Penn believes us to be his personal furniture acquisition assistants, which is particularly perplexing when taken into consideration that there is in fact already in this town a carpenter, albeit of dubious competency. Sometimes I wish that that homunculus man would just... Yes, I believe I know a way, with your help, to indeed assure ourselves that we will be making no more mirrors. At least, not for our mutual associate, Mr. Penn. Expect a diagram in your mailbox within a day or so. Thank you for this discussion. It has been most enlightening. Good luck. Ich frag da lieber nicht weiter nach. Wenn ein Wissenschaftler wütend ist, sollte man nicht nachhaken, was er vorhat. Könnte sein, dass es vielleicht böse endet. Und man mit reingeworfen. Hey there. Vierter Herbst. Be seeing ya. Kitty cats, don't ya? Well, our new friend Banjo here is in a bit of a pickle. See, he can't seem to stop marking territory around the ranch and everywhere in our homestead. Now my pa wants to kick him to the curb, but I know just what to do. Banjo just ain't got a place he feels like he can call his own, what with all the other animals getting their scents all over. I take it you've heard of a doghouse, yeah? Well, I got together with Hattie on the issue, and we came up with something we're calling an animal house. I've got the diagram for it right here. Can you build it up for me? Maybe this'll cure Banjo's affliction, and he can safely be a pet again. No. Swell! In the meantime, we can keep Banjo safe at your house. At least, till he's got a place of his own. Sicher. Wait. I'll take Banjo over right now. Oh, and before I forget, here's the diagram. Wie man einem Banjo richtig stimmt, habe ich das gerade richtig gelesen? Anyway, wir müssen Sander. Wir müssen Sander Kudas fangen. Was bist du denn? Sogar zwei Stück gerade aktiv. Nein! Wieso sind die jetzt alle abgehauen? Das sind Sanakuda.
Der Brühe, da ist noch einer. Jetzt habe ich auch Glück mit denen. Hab ihn. Und hab ihn. Okay. Genau, das war das Ziel. Alles klar, ich habe die Sanakudas. T-Qualität vor T-Quantität brauche ich einen Mikrochip. Quadrate brauche ich noch drei. Brauche ich noch sieben Stück, okay. Eisendraht brauche ich drei Stück. Oh, ich habe die falsche Menge an Kupferdraht hergestellt, so Mist. Na gut, wenn wir ehrlich sind, der Kupferdraht sieht mehr aus wie ein. Stacheldraht. Ja, mir steht noch ein bisschen Zeug, um das wir vielleicht noch verschieben müssten. Oh. Der ist leer gebrannt. Ich mach weiter hier. Der ist fertig. Feuer weitermachen. Zack. Ist auch bald fertig. Gleich mal weiter hier. Das gleich mit Kupferschrott weitermachen. Perfekt. So. Okay, dann bräuchte ich mal vier davon. Den Juwelenschleif von euch gemacht? Den Auftragsverfolger habe ich den schon gemacht? Den Auftragsverfolger habe ich noch nicht gemacht. Gut, geben wir erstmal die Quest ab. Und ich würde sagen, wo ist es in Game? 12 Uhr. Okay, wir probieren es mal. Dann direkt. Ne, wir probieren es jetzt direkt. Wir machen es jetzt nicht morgen, wir probieren das jetzt direkt. Aus. Moment mal. Ich habe das Mikro richtig eingestellt. Okay, ja, habe ich. Ich habe gerade gesehen, das schlägt fast gar nicht aus. Was ist das denn? Aha. Bitteschön. Aha. Alright, catch you next time. Okay, und dann gehen wir jetzt schon dorthin, würde ich sagen. Das sollte man beim Saloon aber, glaube ich, mit Pferd ausleihen mal. Ja, beim Saloon, bei unseren Freunden hier, beim Bauernhof. Mir vielleicht ein Pferd oder ein Kamel oder so ausleihen. Oder ein Jagdmehl. Ich glaube, ich nehme das schnellste Pferd, das wir haben. $1359 die Woche. Wollte mich pleite machen? Nö, okay, ich hab nicht so viel Geld. Never mind, ich lauf dahin. Es ist Sonntag und wir haben noch nicht mal einen großen Auftrag bekommen, leider. Oh, Banjo. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwann eine Quest kommt, wo wir die Schienen hier auch noch reparieren müssen. Vor allem, hier habe ich bereits kaputte Holzbretter hinterlegt. Okay, das Messgerät steht immer noch hier. Sieht so aus, als hätte jemand vergessen, das mitzunehmen.
Ist das da hinten ein riesiges U-Boot? Ah, da ist schon wieder ein Hase. Okay, gehen wir mal in die Gecko-Station. Ach, das ist so eine verlassene Ruine. Ah, okay. Ich sehe schon. Gehen wir doch mal da runter. Oh, was haben wir denn hier? Schwefelkies? Cool. Die Steine nehme ich gerne. Hey! Nein! Zum Pesser. Direkt weggerannt. Okay, Schwefelkies. Der Schwefelkies ist Eisenerz. Ah. Verdichteter Kraftstein. Brauche ich wahrscheinlich dann einen Eisenspitzhammer. Geht man davon aus. Matrosenhorn. Was haben wir hier? Fasergewebe. Mikrochip. Das Eisen ist auf jeden Fall super. Was haben wir hier? Verkaufsmaschine. Hitzschlagmedizin, Hitzschlagmedikament, Schiffsradmodell, Teil 2 Steinadler. Und mein Inventar ist voll. Okay, guck noch mal kurz. Kann ich irgendwas verbrauchen, benutzen? Hier. Rosenhorn, okay.
keine Ausdauer mehr. Alles klar. Ruin verlassen. Okay, hier fehlt es definitiv noch an Jagdmehlstationen. Das sind Skorpione. Level 22 sind die sogar. Interessant. Okay, also alle Gegner über jenseits der Brücke sind auf jeden Fall schon mal stärker. Kocher herstellen und den Kabeltyp endlich fertig machen. Vor allen Dingen auch jetzt, weil wir das nötige Zeug dafür haben, wie die Mikrochips und die Drähte und auch das Eisenerz für die Drähte. Ich meine, das haben wir auch schon vorher irgendwie bekommen gehabt, wenn wir bei der Fire Salvage das Eisenerz gekauft haben, aber so ist es besser, wenn wir es selber sammeln können. Kochen zusammen. Ah, mittlere Montagestation benötigt, alles klar. Sehe schon, das heißt, ich muss erstmal ein paar Mikrochips sammeln dafür. Ich sehe schon. Fantastic news, newbie! You're being promoted, and your first task in your new position is to build and place a Yakmil stop over by Gecko Station. Here's a diagram. Bye bye now. Bekomme ich mal gehalten der neuen Position? Well, no, you'd be making exactly the same, just with this additional responsibility. It's more about the prestige of being promoted. Na schön. That's my builder. You'll do great in your new position. I'll think of a title later. See ya. Okay. Vom Rathaus. Oh Gott, so viele Briefe. Okay, vom Rathaus. Hallo Max, ein großes Dankeschön nochmal, dass du meine Umfrage vor einer Weile beantwortet hast. Scheint als seien viele echt gestresst, also wollen wir eine coole Sache bauen, auf der jeder spielen und die jeder genießen kann. Aber wir brauchen deine Hilfe. Geh bei der nächsten Gelegenheit zu Mathilda ins Rathaus. Alles klar. Max, oh, ich habe vergessen zu erwähnen, dass deine Freundin Nia in letzter Zeit viel unterwegs war. Ich glaube, sie vermisst dich sehr. Sie sagt, sie schickt dir regelmäßig Neuigkeiten aus Hochwind. Das ist gut. Ich habe ihr alle deine Lieblingsgerichte gekocht. Vielleicht kann sie dich eines Tages besuchen und es dir zeigen. Halt uns auf den Laufenden. Grüße von deinem Vater. Okay. Die Max, hier ist die Bauanleitung, über die wir gesprochen haben. Ich empfehle dir, das Ergebnis ohne zu zögern im Zimmer des Homunculus-Mannes anzubringen. Der ist starr nicht über einen längeren Zeitraum in den Spiegel. Ultratech Megaspiegel 9000. Tumbleweed. Handwerker, der Forschungsprozess ist jetzt fertig. Beigefügt sind die Einheiten deiner Einleitung. Du kannst sie auf Fehler überprüfen, aber es wäre Zeitverschwendung. Yay! Der Feuergetriebe an. Ein Generator, das ist ja geil. Da kommen wir doch endlich mal ein bisschen weiter. Mysteriöse Kiste. Rezept für Spaß.
Und schon habe ich wieder einen Haufen neuer Quests. Hartholz, Silon, zweimal Leder, das kriege ich hin. So, schauen wir uns noch die mysteriöse Kiste an. Mal gucken, was da drin ist. Muss ich ein Ticket kaufen, ernsthaft? Oh hey, you're diving today too, huh? Hey, check this out! A mysterious black box. It doesn't have a latch or anything, and I can't break it open either. Believe me, I tried. I have to know what's inside. It's driving me crazy. The box must be holding something inside. What do you think I should do? Sure, Director Chi knows all kinds of stuff. Maybe he's even encountered one of these things before. I'll stop by the research center tomorrow around 6 p.m. You should join me if you have time. Interessant. Well, I've got enough ores for today, I reckon. Be seeing you. Okay. Interesting. Sometimes, when I finish up a construction, it feels like I'm bringing back to life something from the old world. A distant voice from the past. Do you ever feel this way? See ya! Konnte ich nicht behaupten. Okay, nachdem die mysteriöse Kiste von mir dann gefunden wurde, würde ich sagen, reicht das erstmal für heute. Das sieht auch schon wieder ein bisschen drüber über der Zeit.